Durch die verriegelte Tür unten im Flur schlüpfen lässt. Was? Verriegelte Tür unten im Flur? Da, wo wir her jetzt kamen, so aus dem Blutbett? A good one. You know I can't let you enter your dad's private chambers anymore since you betrayed his trust and tried to run away from home. Ach so, oder meint er das hier? Sind das die Privatgemächer von Hades? Was geht hier ab? You're much too modest, Lord Achilles, for someone with such a number of heroic deeds and glorious decapitations to his name. You ought to be more like ever boastful Zagreus and talk it up some more. Oh, fear not, Orpheus. I was quite boastful of my day. Would you look at where it got me? Besides, I've not the imagination to come up with tales as tall as those of our Prince Zagreus. What can I say? I try. All right. Father, you always said the Olympians wanted nothing to do with our kind. But doesn't Charon work directly with Hermes? Maybe it's you who wants nothing to do with them. I want nothing to do with them, correct. My hasty nephew assists Charon out of necessity alone. Not even Thanatos is able to keep up with the rate at which mortals expire and must then cross our borders. Want me to pitch in? Just give me your blessing and I'll head straight for the surface. No, I think not, boy. You are born of this realm. The surface is a windswept waste. You don't know how good you are. Naja, wir waren schon einmal oben. You're right, I don't. Und wir wissen genau, wie schön das da oben sein kann. Guess what, boy? Made it all the way to Asphodel last time. I fully understand how come you never liked it there. Now to trek on back, I guess. Take care. Despite the Underworld Prince's optimism, his old companion Cerberus, the multi-headed hound. Das hier. Nicht schon wieder ein Geschenk geben. Feini bist du. So, ich weiß nicht genau, ob wir genug haben. Nee, wir haben nicht viel, 26 nur. Könnten halt nur das hier machen. I saw you took possession of the list of minor prophecies of the three fates. As ever, I should never have doubted my daughter's expectations. I was uncertain you had necessary guidance to select it from among the house contractor's many opportunities. You offer something called the fated list of minor prophecies to me. Chances are I'm going to pick it up. Though, you make it sound like there's more I should know about it. Should I be concerned? You know exactly what is necessary and no more. I know better than anyone never to tamper with the fate's design. Though, if they had cruelty in store for you through their list, I think that I would warn you anyway. Ja, richtig nett. Oh, 10 Nektar für ein Ambrosia. Holy shit, Alter. Warte mal, aber da könnten wir... Ah ne, das ist immer, ne, verfügbar. Das oberste. Machen wir jetzt mal nicht. Oh, da war Deuce ja. Nein, bitte sei noch da. Oh ja. Hi, Your Highness. I just wanted you to know that if you do get out, we are going to miss you around here. Okay. Die ist so süß, ne? Die mag ich echt nicht gerne. Okay, hier haben wir nichts geschafft bisher. Hier haben wir... Ja doch, wir können ein Level machen hier. Machen wir das. 30 Schlüssel brauchen wir, ne? Das braucht ja eine halbe Ewigkeit. Wie viele Runs ich noch machen muss, um das überhaupt freizuschalten. Holy moly. Obwohl, nach den 30 Schlüsseln weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, ob da noch irgendwas kommt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob hier in diesem Sockel noch irgendwas erscheint. Aber danach habe ich ja eigentlich nichts mehr mit dem Schlüsseln am Hut, oder? Oh, wie cool dieser Bogen aussieht, ne? Herrlich. So, ja, Schild, ne? Schildschmilz, sag ich immer. Mit dem Ding sind wir ja schon weit gekommen, meine ich. Aber ich versuch's nochmal mit den Fäusten. Don't suppose I can talk you into fighting back this time? Not a chance, boyo. I'm paid to take it, not to dish it out. Now give it to me. Ja. Okay. Das fühlt sich aber gut an.
nicht ganz ehrlich. Also Einzelgegner, finde ich, fühlt sich richtig gut an. Natürlich, wenn die sich nicht wehren, wie er hier. Na, aber mal gucken. Also den Tartaros hat mir schon mal mit den Fäusten geschafft. Asphodel schon nicht. Das heißt, wenn ich da zumindest bis die Hydra komme, wäre das ja schon mal was. Oder wollen wir direkt hier mit so einem Ding machen? Warte mal, jetzt kann ich ja nochmal schauen. Neue Prämie verfügbar, ja. Aber ich sehe hier nichts, was mir erklärt, dass es irgendwie stärker wird. Weil ich würde ja sagen, man erhöht ja hiermit, dass die Typen alle stärker werden und so. Also ich würde sagen, es ist tatsächlich nichts besser, also nichts stärker sonst. Bei Hitzestufe 1. Die haben nicht mehr Energie oder machen mehr Schaden und so. Oh Gott, Gott sei Dank. Ich habe ja noch dieses Ares-Ding dran. Ich habe schon wieder vergessen, da was anderes reinzumachen. Estimation, you have slain at least 1,000 souls down there. Souls mostly having died before, but still. Okay, so, Wurf, toll, das kriegen wir in episch. Deine Spezialität bringt Verderbnis mit sich. Dein Angriff bringt Verderbnis mit sich. Ja, gute Frage. Ich würde sagen, Angriff. Weil ich den halt eher einsetze als die Spezialität, aber ich setze eh beides ein. Ich mache immer so ein paar Mal solche Hits und dann mache ich den. Keine Ahnung, wie so ein... Wer ist denn das? Beat him up. Sorry, kurzer Cut. Was wollte ich sagen? Und wenn ich es irgendwann nochmal das bekomme, dass ich mit mehreren Hits mehr Stacks machen kann, dann ist das ja umso besser. Okay, achso. Ich dachte schon, so ein Gegner ist ja nicht so viel. Oh ja, das nehmen wir mit. Immer das Seltenste irgendwie gefühlt mitnehmen. Okay, ach, da unten sind Gegner. Hallo. Jetzt noch irgendwas gegen Rüstung. Weil ich glaube, da sind die Fäuste nicht so gut. Oh, das ist geil. Auf den Hammer bin ich irgendwie immer am gespanntesten, weil da irgendwie so interessante Sachen für die Waffen immer rauskommen können. So, zumindest verstehe ich das so. Dein Angriff fügt bei jedem aufeinanderfolgenden Treffer eines Gegners 5 Schaden zu. Oh, das hatte ich schon mal. Dein Angriff hat eine größere Reichweite und fügt plus 10% Schaden zu. Das ist auch geil. Deine Spezialität fügt bei wird zu einem aufgeladenen Schuss, der mindestens 50 Schaden zufügt. Ein Schuss. Okay. Oh, verdammt. Also ich finde die oberen beiden beides interessant. Aufeinanderfolgenden Treffer. Das würde jetzt, sage ich mal, so 3 oder 4 Mal kommen. Da würde ich sagen, ist das hier besser und hat eine größere Reichweite. Oha. Boah, das ist aber eine richtig krasse Reichweite. Okay, das finde ich geil. Das gefällt mir. What a surprise. Hey, Your Highness, anything the matter or just passing through? Happy that we get to chat like this of late, of course. Sisyphus, don't take this the wrong way, but why are you helping me? My father stuck you here for an eternity of torment, and even still, you greet me with a smile time after time. Lädige Frohnatur halt. Come now, Prince Ed. That's just the way I am. Besides, you're not your father, thank the gods. You always seemed a decent lad to me. And if you're saying you want out of here, why, I suppose I can relate, is all. Geiler Typ. Okay, Heilung brauchen wir, glaube ich, nicht. Finsternis und... ein bisschen Moneten. Ich glaube, ich werde wieder Finsternis nehmen, so wie immer. Auch wenn mir das jetzt weiterhelfen würde, um den Run vielleicht zu schaffen, ne? Das hier ist halt eher so auf insgesamt gesehen und das könnte jetzt womöglich den Run irgendwie saven.
wenn ich mehr Moneten hätte. Aber ich gehe drauf. Warum nur 59? Warum nicht 60? Was ist denn das jetzt hier? Bisher haben wir noch keine Rüstung. Oh, ja, so viel dazu. Jetzt ist es soweit und jetzt finde ich es halt schwer, die zu besiegen. Mit der Reichweite ist geil. Ich muss mich da nur dran gewöhnen, dass ich nicht so nah ran muss. Und mit Kälte. Boah, weiß ich gar nicht. Finde ich das cool? Ja, das ist jetzt das Problem. Jetzt halt keinen Rüstungsschaden zu haben, ist halt ein bisschen doof. Bin ich ganz ehrlich. Aber die Reichweite ist hier richtig nützlich bei dem Boss. Dass man da jetzt nicht durch die Laser da rein muss. Sondern den einfach von hinten verkloppen kann. Ja, ging echt gut. Making mortals kill each other, yes, but he has utterly no knack for subtlety. So, Demeter, zeig mir mal irgendwas Cooles. Alle Heileffekte haben eine größere Wirkung. Stelle jetzt 53 Leben wieder her. Finde ich schon mal ganz cool. Vor allem, weil das hier mit Wurf zu tun hat. Und das hier an sich auch. Weil dazu muss ich immer werfen. Das ist wohl das Geilere eigentlich und darauf könnte ich mich wohl auch irgendwann einlassen. Das heißt, ich muss immer einfach meine Würfe loswerden. Dann leide ich 10% weniger Schaden und füge mehr Schaden zu. Ist cool. Wahrscheinlich auch später notwendig, dass ich sowas nehme. Aber jetzt momentan sehe ich das doch nicht. Ich will die Bonus-Heilung einfach haben. Oh, ist das nur die Tür? Schade. Ich hasse es, so wenig Auswahl zu haben. Ich möchte mehr Türen haben. Ich hoffe, das können wir irgendwann noch als Upgrade machen. Oh, hier gibt es ein Chaos-Portal. Das ist ja schon fast Kurzbogenreichweite. Also was heißt Kurzbogenreichweite? Ne? Also der Bogen mit dem kürzere Reichweite halt. Ihr versteht, was ich meine. Münzen. Okay, da kriegen wir ja eh nichts Besonderes. Wenn da irgendwie eine geile Gabe wäre, dann wäre ich dabei. Aber so, nö. Können wir auch sowas machen. Okay. Spurtangriff. Das wäre natürlich schon interessant. Vor allem das, der Malus wäre auch gar nicht so schlimm. Das ist richtig schlimm. Dabei fügt aber unser Angriff mehr Schaden zu, was geil ist. Danach erhältst du 32 maximal Leben oder wie? Weil einfach nur Heilung wäre jetzt echt lame. Aber das können wir nicht machen. Ich glaube, ich mache das. Aber das kann uns killen. Weil diese Inferno-Bombe ist richtig übel. Und das drei Scharmütze lang. Das könnte heftig werden. Hm. Mehr davon? Ah ne, wir brauchen ein paar Schlüssel. Ich möchte die letzten beiden Upgrades mal irgendwann sehen. Wir müssen langsam mal anfangen, ein bisschen Schüsse zu sammeln. Aua! Jetzt hat uns die Entfernung auch getroffen. Sie sind super nervig. Aber das war jetzt noch okay, weil es nicht so viele Gegner waren. Dann kann ich damit noch leben.
Jetzt werden es schon ein paar mehr. Oh mein Gott. Ich gebe Leben. Oh, schade, Geld. Aber auch okay. Holen wir uns. Gibt es sowieso gleich einen Händler. Und da oben gibt es sogar einen kleinen Krug, wo wir einkaufen gehen können. Wo ich aber wahrscheinlich nichts kaufen werde. Ja, das war nicht so gut. Da hätte ich schneller sein können. Da können wir uns aber Leben herstellen. Vielleicht mache ich das doch. Das ist nämlich recht günstig. Den Rest aber nicht. Können wir uns auch nochmal Leben holen? Brauche ich aber jetzt nicht so unbedingt. Hier eine random Gabe oder die von Hermes. Die von Hermes könnte bei dem Bild gar nicht mal so schlecht sein, glaube ich, oder? Dein Angriff ist schneller. Noch schneller, okay. Nachdem du verletzt wirst, kannst du durch einen schnellen Spurt einen Teil der Geraden... Ja, das könnten wir machen. Deine Spezialität ist schneller. Also beides, also eigentlich alles cool. Aber ich glaube, schnelle Erholung finde ich sogar am besten jetzt noch, weil wir auf jeden Fall viel dodgen. Bin ich jetzt eine Random-Gabe? Ah, nee, ich glaube eher nicht, ne? Und wir können wohl noch eine gebrauchen, ey. Guck mal links. Wir haben da alles frei. Na komm, let's go. Oh, sogar von Ares. Deine Spezialität bringt Verderbnis mit sich. Weiß ich jetzt nicht. Finde ich jetzt nicht so wild. Deine Angriffe, dein Angriff, deine Spezialität oder dein Wurf fügt mehr Schaden zu. Bonusschaden. Ich glaube, das nehmen wir. Mordlust. Mehr Schaden mit unseren Sachen. Ja, und dann gehen wir weiter. Das wäre schön. Na, verdammt. Die Alte. Wie heißt nochmal unsere Mutter? Bei Tisiphone hört sich so ein bisschen an wie unsere Mutter, also von Namen, meine ich. Aber ich glaube, ich habe den Namen leider wieder vergessen von der Mutter. Muss ich nachher mal nachgucken. Würde gerne stacken. Den Schaden, den wir so machen. Der Verderbniskram und so. Jetzt geht's weiter runter. Aua. Oh, nochmal tiefer. Die Alte nicht. Aber wir machen auch... Wir machen mehr Schaden als mit dem Schild. Aber immer noch nicht genug. Sowas wie Gift wäre jetzt besser gewesen. Immer schön 5 Stacks Gift auf der zu haben. Das hätten wir definitiv geschafft. Wäre geiler. So. Könnten uns das sogar tatsächlich holen, aber ich glaube... Ich werde jetzt auf Leben gehen. Und einfach mehr Leben haben. Einkaufen? Nö. Na, ja, Infernal Truhe. Könnte man machen, ist aber ein bisschen Luxus. Machen wir mal nicht. Wir lassen das so, wie es ist. Ich sehe dich, Tartarus. So, jetzt kriegen wir vielleicht ja von der Hydra irgendwas Neues, wenn wir das hier zumindest schaffen sollten. Immer gehe ich da nach oben. Keine Ahnung warum. Können wir Crit bekommen? Das könnte auch interessant werden, mal schauen. Aber ich brauche unbedingt was gegen Rüstung. Oder mal ein paar Power-Ups fände ich auch ganz cool. Ach, ich mag diesen Angriff nicht, ne?
ready for them. Und dass wir generell halt mehr Schaden machen mit allen unseren Sachen. Würde es geil finden, wenn unsere Spezialität irgendwie Rüstungsschaden machen würde. Das wäre gut. When did you get your hands on Malphon the Twin Fists? Hands in, I ought to say. I heard that one time Demeter, she smacked her father right square in the face with those. Okay. Interesting. Deine Spezialität ist Kraftvorlaut, hat eine 20%ige Chance, kritischen Schaden zuzufügen. Spurtangriff fügt mehr Schaden zu. Haben wir da nicht schon was? Nee. Hatten wir beim letzten Mal. Ja, okay, dann ist die Frage, haben wir das hier für Crit? Oder das hier, Spurtschaden. Ah, das, oh, das ist schwer. Ich glaube, ich nehme den. Einfach weil es selten ist. Und ich mich nicht so wirklich entscheiden kann. Oh, nö. Ich möchte beides. Ich möchte unbedingt Power-Ups haben mittlerweile. Und das hier stärker machen. Vor allem das hier oben, Todesqualfluch, würde ich gern stärker machen. Aber das hier ist halt... Da kriegen wir eh was Besonderes halt, ne? Ja, komm, wir gehen da drauf. Eurydice. Hi. Hallo. So sieht's aus. So, Ambrosia-Traum. Beliebt bei den Göttern. Bis zu zwei beliebige deiner Gaben werden... Ach ja, stimmt, die macht ja auch Upgrades. Ich wusste schon wieder gar nicht mehr genau, was sie macht. Ich wusste nur, dass es irgendwie interessant ist. So, bis zu zwei beliebige Gaben werden zunächst Seltenheit aufgestuft. Okay, Seltenheit. Bis zu vier beliebige Gaben werden plus ein Level. Das werde ich, glaube ich, nehmen. Ein seltener und aromatischer Trank. Die nächsten drei Gaben, die du findest, haben eine höhere Seltenheit. Ich glaube, ich nehme das hier. Seltenheit ist natürlich auch super. Aber ich glaube, vier Level einfach haben ist schon stark. Sure thing, man. Bam, perfekt. Warte mal, was haben wir denn jetzt noch bekommen? Oder können die anderen nicht upgradet werden? Und deswegen haben wir nur die drei Sachen bekommen? Wollen wir dir mal was schenken? Eurydice, thank you for making me feel welcome in your pleasant home. Can't say the same for most places I've been lately. I have a small gift I wanted you to have. Oh, that's awful sweet of you, your royal majesty. Bringing me fresh ingredients like this. Know what? Here's something for you too. Help keep you safe out there. Immer grüne Eichel. Alles klar, mal gucken, was das so bringt. Noch ein Power-Up. Perfekt. Jetzt gut, wenn das vierte Ding dann zumindest auf ein Ding gegangen wäre und das auf Level 3 geschafft hätte. Aber wahrscheinlich wäre das dann zu gut, wenn man nur eine Sache hätte. Da können wir Sachen verkaufen. Diesmal aber wirklich. Da können wir Sachen einkaufen. Okay. Was ist das hier für ein Händlerspot? Sind wir auf dem Marktplatz? So. Oh nö. Nicht so eine Deucer-Typen hier. Mag euch lieber als nette Persönlichkeit in meinem Hub. So, das können wir auf Level 3 machen. Das ist, glaube ich, ganz cool. Kritischen Schaden ist auch gut. Das ist natürlich auch super. Aber ich glaube einfach, obwohl das hier ist schon... Obwohl, nee, das sind nur 2% mehr. Nee, dann nicht. Das ist schon gut. So, hier können wir einkaufen. Leben. Nö, weiß ich jetzt nicht. Das wäre jetzt so ein bisschen wieder Luxus. Einfach mal ein bisschen was mitnehmen. Das hatten wir beim letzten Mal gemacht, aber jetzt sehe ich schon eher was mit meinem Geld anzufangen. Und verkaufen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin zufrieden. Händler würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich hole mir den hier. Noch ein bisschen mehr Crit oder so. Mal schauen, was wir da kriegen. Vielleicht auch einfach mal diese Göttergabe, wie auch immer die heißt.
Okay, das ist ungemütlich. Alter, ich find's gar nicht geil, dass hier überall Lava ist. Ich mag dieses Level nicht. Vor allem muss ich hier richtig viel dodgen. Und hier ist überall Lava und überall falle ich rein. Alter, was geht bei euch? Direkt. So, die ist tot. Oh Gott, oh Gott. Das war gar nicht geil. Dein Schwutangriff, kritische Effekte fügen eine Rüstung mehr Schaden zu. Ja, ist cool. Das nochmal mit der Markierung. Die hat aber beim letzten Mal so schlecht funktioniert, dass ich keinen Bock mehr habe. Also fügen wir dem Crit mal Rüstungskaputt machen zu. Oh, nochmal. Aber noch mehr Leben verlieren. Nee, ich habe nur 107 gerade. Deswegen, also wäre ich jetzt voll, würde ich sagen, let's go. Aber unter 100 kommen, ich glaube eher nicht. Auch wenn das hier nur Finsternis ist. Ist schon verlockend, darunter zu gehen. Aber eher nicht, sorry. Einfach mal die Luft gesprengt, den Jungen. Okay, 10 Finsternis ist echt nicht viel. Oh, da kriegen wir 2. Oder mehr Leben. Ich würde schon ganz gern ein bisschen mehr Leben haben. Aber bei 2 Sachen, vor allem Ares und Legolas. Keine Ahnung, wie sie nochmal heißt. Kann man die Namen einfach nicht merken. Ja, wird heftig. Na, wir haben noch alle 3 Leben. Läuft schon mal gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Momentan. So, wo haben wir sie denn? Hallo? Ah, hier. Wir fangen hiermit an. Mit Ares. Ja, hier, das wollte ich unbedingt haben. Großes Pech. Deine Verderbniseffekte fügen bei mehrmaligen Anwendungen mehr Schaden zu. Und was ist noch das hier? Nachdem du einen Gegner getötet hast, fügt der nächste Angriff oder deine Spezialität. Ja, okay, das ist auch geil. Das ist natürlich auch nicht schlecht bei uns. Ist alles cool, aber darauf wollte ich eh gehen. Dass sich meine multiplen Angriffe halt richtig lohnen. Ja, das wird jetzt hart nervig mit ihr. Aber ich finde das gar nicht mal so schlecht, was wir jetzt dann Schaden raushauen können. Oh ne, nicht so Witches. Boah, bin ich froh, dass ich ein bisschen Reichweite habe. Wegen der Kacklava hier. Alter, die machen aber richtig viel Schaden. Ich kann hier einfach nicht still stehen, ne? Ich muss am Rand der Lava stehen und ich kann nicht. Ich brauche unbedingt Leben. Okay, Mitleidsgabe. Dein Spurtangriff fügt mehr Schaden zu, nachdem Gegner... Ja, okay, wir können es jetzt nochmal nehmen, ne? Oder Spurtangriff eher erhöhen. Ich glaube, das ist sogar noch besser. Leben, oder? Wir können hier Leben bekommen, oder wollen wir lieber das Power-Up nehmen, den Spurtangriff verstärken oder das hier noch heftiger machen? Ich glaube, es lohnt sich echt jetzt zum Händler zu gehen, damit wir keine Todesverachtung verlieren und uns lieber hier voll heilen, bevor wir zum Boss gehen. Okay, kein Leben für uns. Scheiße. Können wir wieder mit dir reden? Ja, bringt noch nichts. Dein Wurf sucht Gegner.
Nachdem du Gegner kritisch getroffen hast, jeder Schaden, den du zufügst, kann potenziell kritisch sein. Boah, kritische Chance ist aber nur 2%, weil das so eine richtige Kack-Seltenheit hat. Das ist so Murks, ne? Aber wie oft setze ich Y ein? Hin und wieder mal. Und dann sind die mal markiert. Chance auf kritischen Schaden bei markiert 30%. Dann würden unsere normalen Angriffe zumindest häufiger mal krippen. Wenn ich alles richtiger am Buch. Ich nehme das. Aber vielleicht verkaufe ich das demnächst wieder. Vielleicht handeln wir das so. Auf jeden Fall geht es jetzt zu Hydra, nur mit recht wenig Leben leider. Mal gucken, ob wir das irgendwie gewuppt bekommen. Wenn ich jetzt gleich ein Leben verliere, dann ist das halt so. Was soll ich machen? Da vielleicht bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger als beim letzten Mal. Ja, das war's mit dem. Ich Idiot! Warum dodge ich da rein? Es war so gut. Also, es war in Ordnung. Sagen wir es mal so. Aber ich hätte es fast ohne Leben zu verlieren geschafft hier. Jetzt bekomme ich aber noch mehr Schaden. Ja, wahrscheinlich hätte ich es trotzdem nicht geschafft, auch wenn ich nicht reingedodged wäre. Die hat zu viele Attacks. Schade. Echt schade. Naja, eine Todesverachtung ist weg. Vielleicht können wir uns einen neuen dazu kaufen. Ist aber teuer. They're already expecting you up in Elysium. Ja, wir bleiben noch bei 50 mehr Leben, ne? Würde ich sagen. Warte mal, was ist das fürs Verkaufen, ne? Ja, aber da ist nicht das bei, was ich haben wollte. Was ich verkaufen würde. Achso, wir haben gar nicht genug Geld. Ja gut, dann ist es eh erledigt. Hinterrückstrips, ne, das will ich alles nicht haben. Wir gehen einfach so weiter. Elysion, let's go. Champions of Elysium, I've returned. Was ist das da oben? Achso. Dann holen wir uns den hier. Auch wenn ich die Schlüssel auch gern haben würde. Aber geht halt nicht alles. Geist weg. Mit der Verderbnis ist halt super. Also es funktioniert schon mal richtig gut. Was auch richtig gut funktioniert, muss ich sagen, ist, dass wir mit dem Spezialangriff, also eben noch den Geist hier weg, so, dass wir damit die Rüstung wegmachen. Das hat man bei der Hydra ganz gut gesehen. Das ist ganz gut funktioniert. Sweet. Oh geil, nochmal Hammer. Ich sollte mich umschauen, ob es hier vielleicht noch was zu kaufen gibt oder so. Das mache ich irgendwie noch nicht so richtig. Achso, ja, nee, ich vergesse mal, dass da auch noch der Geist rauskommt. Und gehe schon weg.
Aber so ein Bild habe ich mir beim ersten Mal mit den Fäusten vorgestellt. Aber da bin ich, glaube ich, auf Gift gegangen. Aber irgendwie, keine Ahnung, vielleicht lag es an meiner Inkompetenz, aber da bin ich nicht weit gekommen. Halte deine Spezialität für mehr Reichweite und bis zu 100% Bonusschaden gedrückt. Interessant. Dein Spurtangriff fügt plus 60% Schaden zu deiner Angriffssequenz hinzugefügt. Der Angriffssequenz hinzugefügt? Verdammt, das verstehe ich nicht so ganz. Deine Spezialität, wenn dein Spezialität Gegner tötet, wie 2% Leben wiederherstellt. Oh, interessant. Werde ich wohl nicht nehmen, aber interessant, dass sowas gibt. Ich nehme das hier. Auch wenn ich nicht weiß, was der letzte Absatz da soll. Der Angriffssequenz hinzugefügt. Ist das jetzt... Also dieser Seitenhieb, der hier... Das ist mein Spurtangriff. Keine Ahnung. Oh, hier ist nochmal Hermes. Holen wir uns. Oder sind die 60% jetzt auch für meinen Angriff? Also, ach so, warte mal. Also wenn ich dann noch weiter angreife, ist die ganze Angriffssequenz plus 60% oder wie? Das könnte echt sein. Boah, das ist richtig stark. Oh nee, nicht ihr. Ich würde gerne noch irgendwas haben, wenn ich dodge, dann ist da noch irgendwie was hinter mir. Aber ich habe dafür ja den Spurtangriff. Ja, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung, ich sag da jetzt gar nichts zu. Ich denke schon wieder an den Lieferdienst. Nach einem Spurt bist du kurze Zeit unbeugsam und wägst dich 100% schneller. Das finde ich richtig geil. Wenn du getroffen wirst, hast du eine Chance, automatisch auszuweichen. Auch cool, aber ich glaube, ich will das hier haben. Dass ich dann unbeugsam ist, mega. Okay, jetzt wird es interessant. Demeter oder Zeus? Kalt machen. Das verringert die Bewegungsgeschwindigkeit der Gegner und auch die Angriffsgeschwindigkeit, meine ich, oder? Aber ich kann die auch gar nicht mehr unbedingt kalt machen. Es geht mir jetzt eher hier um diese Göttergabe, die wir vielleicht bekommen könnten. Und da fand ich Zeus schon richtig geil, wenn wir die bekommen. Ne, das ist ja noch nichts. Und bei Demeter weiß ich gerade gar nicht, was dann kommt. Scheiße. Ich hab nicht drauf geachtet. Oder zu spät, sagen wir es mal so. Deine Spezialität bewirkt, dass Gegner in der Nähe vom Blitz getroffen werden. Ja, genau das meine ich. Wenn du einen Spurt benutzt, kurz bevor du getroffen wirst, trifft ein Blitz einen Gegner in der Nähe. Auch interessant. Aber ich glaube, ich will das hier. Warte mal, nee. Ach, deine Spezialität. Das wäre das hier weg. Dann mache ich keinen kritischen Schaden mehr und damit auch kein Rüstungsding mehr. Dann nehmen wir auf jeden Fall das hier unten. Na, ich meinte dieses göttliche Ding, aber das ist das gar nicht. Okay, nehmen wir Blitzreflexe. Mal gucken, wie oft wir den Blitz raushauen. Oh, wir haben nochmal den hier. Nehmen wir. Was ist das denn hier? Das habe ich mir letztes Mal noch gar nicht angeguckt. Amid the Elysium's moss-covered chambers, carved of stone, stand untold numbers of eternal monuments in tribute. Okay.
Hallo. Something wrong there, sir. I mean, shouldn't you be up and about, competing for eternal pride and glory and all that? What's the use? Let's say we fought, if anybody asks. Now go. I've no quarrel with you. Besides, I'll just remain here comfortably at rest for some untold millennia, I guess. Have a nice whatever time it is. Holy shit, das hört sich ziemlich deprimierend an. So, was können wir hier nochmal machen? Kuss des Stücks extra. Du hältst alle Ladung vor Todesverachtung zurück. Okay, das wäre eine. Das ist natürlich super geil, weil man bis hier richtig scheiße war. Aber ich war nur halbwegs scheiße. Hydralite Gold. Bei den nächsten 5 Kammern erhältst du beim Betreten einer Kammer 30% Leben zurück. Das ist geil, das glaube ich nämlich. Bei den nächsten Scharmützeln fügt dein Angriff 60% mehr Schaden zu. Okay, das ist noch geiler. Weil wir richtig viel Schaden beim Angriff machen. Also richtig oft draufkloppen und 60% bei jedem Angriff mehr. Leben ist geil. Aber das hier, vor allem bei 10 Scharmützeln, das reicht noch, weiß ich nicht. Also bis nach Hades auf jeden Fall. Bis zum nächsten Boss definitiv. Und dann noch ein paar Kammern. Das finde ich richtig geil. Okay, mehr Leben. Ich glaube, ich will mehr Leben. Oder Ares. Oh, ist das geil. Shit, ey. Ich kann mich nicht entscheiden. Das wäre vernünftig. Und das wäre cool. Let's go. Scheiße, vernünftig sein. Ah, den mag ich nicht. Aber mit dem Bild kann er gar nicht so schnell sein. Aua. Ihr seht nichts, ich auch nicht. Ich kann auch nichts erkennen. Ich hau einfach auf die drauf. Ich hoffe einfach, dass sie es vernichtet werden. Nicht so ein Scheißding. Haben wir noch andere Gegner zufälligerweise? Lock die einfach mal kurz hier rein. Oh, das hat nichts gebracht. Ich krieg aber leider echt viel Schaden. Trotzdem noch ab. Hab mich die Bombe... Ich dachte schon. Hab mich die Bombe gerade getroffen? Weil ich Schaden bekommen habe. Und ich meine aber, ich bin nicht drin gewesen, beziehungsweise rausgedodged oder so. Keine Ahnung. Deine Verderbniseffekte fügen mehr Schaden zu, brauchen aber 0,5 Sekunden, um zu aktivieren. Das finde ich in Ordnung, aber mehr Schaden ist geil. Nach dem Einsatz von Todesverachtung fügst du beim Scharmützeln, ja nö, das ist alles doof, wir nehmen das unten. Hier können wir nochmal was einkaufen, ein bisschen mehr Leben vielleicht. Behindert das Flammradgegner in Scharmützeln auftauchen. Oh, interessant. 10 Scharmützel lang. Ja, wir nehmen das hier, für ein bisschen Lebensregeneration. Ist das Beste, was ich kriegen kann gerade. Und da ist Leben. Oder ein Power-Up, Leute. Vernünftig sein oder wieder cool. Nein, jetzt sind wir mal vernünftig und holen uns ein bisschen Leben. Oh, Thanatos. Oh, ich mag das irgendwie nicht, dieses Race. Setzt mich noch mehr unter Druck, schnell zu sein und unvorsichtig zu kämpfen. Habe ich dir weggesnackt, Junge. Oh nö, das ist unfair. Jetzt haut der da voll die heftige Attacke raus. Aber ich habe trotzdem noch ein bisschen was weggefischt. Was? Alter, da hat er richtig aufgeholt. Einfach nur, weil die ein Schild hatten. Richtig unfair. Aber ich habe trotzdem gewonnen, Junge. Oh, ich krieg zweimal Leben. Nice, dankeschön. Mach ich doch gar nicht.
You still live at home with yours. You don't know what it's like. Mother Nix was like a mother to you too, and this is how you repay her. You should be ashamed of yourself and learn your place. Mutter Nix war auch zu dir wie eine Mutter, aber nee, Junge, du verstehst das Prinzip nicht. Ich bin Nix ja auch dankbar. Aber das hat meine wahre Mutter und ich möchte auch die Wahrheit erfahren. Mir sagt das ja auch niemand, warum und wieso. Vielleicht wäre ich dann nicht mehr auf der Suche nach ihr. Aber man kann sich ja mal aussprechen. Power Up oder nochmal was von Ares? Ich glaube, jetzt gehe ich eher auf Power Up. Och, Leben, Leute. Okay, wir kriegen nichts mehr. Mehr damit. Deine kritischen Effekte fügen noch mehr Schaden auf Rüstung zu. Oder die Chance, dann Kram zu machen. Ja, ist alles okay. Keine Ahnung. Ich frage mich, ob man das irgendwie auf Level 5 bringen kann und dann wird das nochmal richtig krass oder so. Aber es bringt halt immer weniger. Deswegen bin ich auf jeden Fall einen von denen hier eher am nehmen. Rüstungsschaden mehr zum mehr machen. Gegen Rüstung, aber auch nur. Ich glaube, ich nehme das hier. Hallo? So, wir dürfen noch. Oh. Nom 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 nom. Lecker, Schmecker, Wasser. Okay, nochmal Händler. Ah, eigentlich bin ich ganz gut. Ich habe genug Kohle gerade, aber die bewahren wir uns noch auf. Ich gehe einfach davon aus, dass ich den nächsten Boss schaffe. Das wäre schon cool. Jeder Schaden, den du zufügst, kann potenziell kritisch sein. Das ist auf episch gerade. Das könnte man mal mitnehmen. Deine kritischen Effekte fügen noch mehr Schaden zu. Ich glaube, ich nehme das hier. Ja, und da kommt jetzt auch der Boss. Full life mit zwei Regenerats, also zwei Lebensdinger noch. Ist auch ganz geil. The monster has returned in a vainglorious attempt to wrest the title champion from me. I couldn't care less about your title. Though, shouldn't you share it with the Minotaur? He's more than half the reason you've been in any trouble. You'll not drive a wedge between us, fiend. Asterius and I share a fraternal bond forged from the strongest bronze. Nay, ja, ja, deine Mutter. Dass ich bis hierhin gekommen bin und noch kein Götterzähler hoch dingsen kann, ne? Das ist schon interessant. Oh ne, nicht der Scheiß. Na, ich mach okayen Schaden. Nichts Beeindruckendes, aber ich würde sagen, ich bin zufrieden. Wieso blockiert der? Was ist das für ein Wichser? Oh nee, nicht der Scheiß. Blitzereffekte gerade gemacht, weil ich immer ausgewichen bin. Ich verliere vielleicht noch ein Leben. Gott sei Dank. Ich wollte auf keinen Fall noch ein Leben verlieren. Das war aber echt haarscharf. So, noch eine Ambrosia. ...109. Das heißt, wir müssten jetzt wohl noch irgendwie was ein bisschen auffüllen. Oh, Todesachtung. Das holen wir uns. Hinterrückstrist. Weiß ich jetzt nicht. Bleibe ich bei den plus 50 Leben oder gehe ich da runter?
könnte da runtergehen und noch eine Todesverachtung eigentlich mitnehmen. Ach, warte mal, hier, das Ding haben wir neu. In den letzten Scharmützeln der jeder Unterweltregion erleidest du bei den ersten drei Treffern, die dein Gegner gegen dich gelingen, null Schaden. Oh, drei Treffer immun. Okay. Bei im letzten Scharmützel jeder Unterweltregion, also beim Boss, habe ich drei Treffer, aber drei Treffer sind so schnell weg, Leute. Also bei mir zumindest. Das ist wahrscheinlich später super nützlich, aber weiß ich jetzt noch nicht. Das ist nur Gift. Gegner erfährt 10% mehr Schaden, das wird mir nichts bringen. Ja, das hier halt, ne? Glückszahn könnte man machen. Bis zu 50 Leben werden automatisch wiederhergestellt, werden Lebensgrad aufgebaut. Das ist einmal pro Fluchtversuch. Ist jetzt eh das letzte Ding, wo wir nochmal ändern können, aber vielleicht ist auch Leben dabei haben nicht so schlecht. 50 Leben. Eigentlich ist es scheißegal, oder? Obwohl, nee. Wenn ich meine normalen Dinger da opfer, dann habe ich mal 50% meines Lebens. Also, nee, ja. Ist schwierig. Ist schwierig. Jeder Schaden, Verdammtseffekte, Spezialität, alles cool. Da können wir nichts Besonderes kaufen. Kein Leben mehr, ja. Wird schwer. Bin ich ehrlich. Aber hey, ganz ehrlich, mit den Fäusten mal bis hier hinkommen, nach Styx kommen, ist schon cool, würde ich sagen. Ist schon Erfolg. Mit 128 können wir was wahrscheinlich jetzt auch nichts hier unten kaufen. Ist natürlich immer wieder alles überteuert hier, der Laden. Was ist das denn? Minus 1 plus 2. Ich verliere eine und dafür bekomme ich 2. Ist ja interessant. Ist ja interessant. Okay, so. Da können wir uns Leben holen. Ich glaube, ich gehe damit auch als erstes. Bin ich von so einer Axt getroffen worden beim letzten... nee, warte mal. Letztes Mal kann ich ja gar nicht sagen. Meine letzten Aufnahme ist es halt. Ich nehme jetzt ja schon ein bisschen länger auf. Zumindest hat Hypnos das halt gesagt in der Lobby. Ah, diese Tische haben bestimmt noch was zu sagen. Was ein Geschnetzel. Richtig krank. Eben kurz mal sicher gehen, ob wir Gift dabei hatten. Aber ich glaube nicht, dass ich Hades mit diesem Bild besiegen kann. Dafür ist mein Schadengefühl zu schlecht. Habe ich zumindest das Gefühl. Also der letzte Bild. Also ich glaube, was mir fehlt, ist diese Sache mit dem Götterzähler. Hätte ich da jetzt noch irgendwie von Zeus oder sowas, vielleicht sollte ich beim nächsten Mal da auch vorbeigehen, noch irgendwie einen richtig krassen Götterzähler, der hochzählt und damit ich noch passiv irgendwie die ganze Zeit Schaden raushauen kann, dann würde es schon geiler sein. Aber so ist schwierig bisher. So, der ist down. Da sind noch ein paar Äxte. Ich meine, ich trigger die ja auch immer alleine, ne? Okay, so. So, ich gehe jetzt einfach mal zu Zeus und guck mal, ob er vielleicht mir seine Gabe geben kann. Da habe ich die zumindest... Ist wohl nicht stark dann. Aber besser als nichts, würde ich sagen. Da wäre ein Verkaufsding gewesen. Interessant. Bin ich natürlich einfach zu spät, weil ich durchrushe. Oh, das ist jetzt Gift. Das hole ich mir direkt mal. Hoffe, dass ich einfach nicht wieder vergiftet werde.
Okay, haben wir. Oh. Einfordern. Da ist das Ding. Ist das immer beim zweiten? Ist das safe? Keine Ahnung. Dein Beistand bewirkt, dass Gegner in der Nähe 1,5 Sekunden lang vom Blitz getroffen werden. So, das wäre jetzt auf jeden Fall das, was ich haben wollte. Durch deine Blitzeffekte Gegner auch geschockt. Sowas ist natürlich auch dann super, ne? Wenn man davon ein bisschen mehr hätte, aber da haben wir keine Chance mehr zu. Ich nehme jetzt einfach noch das. Nehme das Essen mit. Achso, wir dürfen uns hier nochmal voll heilen. Das geht gut runter, Alter, aber das hört sich nicht gut an. Ich könnte natürlich jetzt noch weitergehen, ne? Und mir jetzt noch Power-Ups holen. Ja, komm. Ne, 221 haben wir noch. Wir können uns ja von Zeus noch ein extra Power-Up holen. Ist nur eins, leider. Aber wir holen uns das. Dein Wurf ist eine Kettenblitzsalve. Boah, jetzt auch noch auf Wurf gehen. Wenn du Schaden zufügst oder nimmst. Deine Blitzeffekte fügen großflächigen Schaden zu. Okay, großflächig muss ich nicht mehr sein. Aber das hier hört sich gut an. Dass er dann sich schneller auflädt und ich das häufiger spammen kann. Und ja, auf Wurf natürlich ja auch cool, jetzt noch eine extra Attacke zu haben. Aber das, glaube ich, reicht mir dann auch. Jetzt haben wir noch 71, kann ich nichts mehr mit anfangen. Wir gehen das zweite Mal zu Hades. Ich erwarte nicht, dass ich hier das immer... Ne, gar nicht, zum dritten Mal sind wir da jetzt, ne? Ich habe ihn ja das damals das erste Mal nicht First Try gemacht, oder? Oder? Ne, wir waren doch da, da hat er mich... Oh, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Habe ich ihn damals First Try gemacht? Kann wohl sein. Habe mich nicht daran erinnert, dass ich da gestorben bin. So, Junge. You now know that even if you are able to surpass me, you shall ultimately perish soon enough. And yet you still persist. Utterly senseless. I found her father, and I'm going to find mother again. And again and again until I have some answers finally. She'd like some answers too, beginning with why did you never tell her that I lived? You let her go and left her to her grief. Silence, boy. Save all your ignorant and baseless accusations. You seem incapable of heeding my request that you not blather on about a matter you shall never understand. Then I shall save my breath for this fight. Hades, Gott der Toten. Ich hab gar keine Ahnung mehr von seinem Moveset. Bin ich ganz ehrlich. Wo ist er? Oder hat er auch hin und wieder mal andere Sachen? Jetzt hat er so einen Speer in der Hand. Hat er den beim letzten Mal auch? Kann wohl. Hey! Was ist das da? Okay, das explodiert irgendwann einfach. Oder so. Wahrscheinlich irgendein Zustand, oder? Aua, shit. Okay, jetzt habe ich schon mehr Schaden bekommen. Der heftige Kampf beginnt gleich erst. Ich finde den hier schon gar nicht mal so leicht.
Oh shit, Zoe ist getrotzt. Das war das erste Leben. Jetzt hat er wieder irgendwie dieses Elze oder was auch immer auf mich gemacht. Okay, das war's mit der ersten Phase. Jetzt wird's heftig. Da weiß ich, dass ich beim ersten Mal sofort alle beiden meine Trotzdinger verloren habe. Aber ich habe so viel Schaden rausgehauen, dass ich es noch geschafft habe. Au, ups. Nice. Ah, genau, richtig. Wegen dieser Scheiße. Die waren richtig kacke. Oh nee, und die Scheiße, stimmt ja. Oh mein Gott. Das ist mein letztes Leben, ne? Okay, da bin ich safe, wenn er das macht. Oh fuck. Ich lade mein Götterzeiler mal bis zum Ultimatum auf, ja, okay. Da kam ich leider nicht schnell genug weg. Es kündigt sich für mich nicht so richtig schön an, dass er diese Attacken macht. Das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Lord Zeus, of course.